Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Horrible. Yo Leute, was geht? Ja, und in diesem Video gebe ich dir mal ein paar Informationen über ein neues GTA Online Geld Event. Bevor wir damit anfangen, möchte ich mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich zurzeit 3 Unlock Alls an euch verlose und dafür musst du einfach nur dieses Video hier liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und in die Kommentare #PGTV schreiben. Und jetzt möchte ich wie immer denjenigen grüßen, der im letzten Video als allererstes #Glocke aktiv geschrieben hat, und das war auf jeden Fall der E2 HD. Und wenn du auch in einem meiner nächsten Videos gegrüßt werden willst, dann aktiviere doch einfach mal die Glocke und schreib mir einen Kommentar mit #Glocke aktiv. Und dabei musst du auf jeden Fall beachten, dass du der Erste bist, der es halt in die Kommentare schreibt. Und da wirst du auch halt von mir 100% gegrüßt. Aber Leute, jetzt will ich nur mal ganz kurz sagen, dass ich zurzeit immer noch auf eure Kritik hoffe. Und wie gesagt, positive oder negative Kritik könnt ihr alles äußern, Leute, was ich gut mache, was ich verbessern kann. Und jetzt will ich nur mal ganz kurz auf einen Kommentar vom letzten Video antworten. Ich weiß aber nicht, wer den geschrieben hat. Fühle ich auf jeden Fall gegrüßt und angesprochen natürlich. Und zwar hat er geschrieben, dass ich einfach mal ein bisschen leiser bzw. langsamer reden soll, weil einfach das ein bisschen angenehmer ist und es halt nicht so schnell vorkommt, man einfach das besser erklären kann. Und das will ich mir auf jeden Fall zum Herzen nehmen. Natürlich kann ich das nicht hundertprozentig sofort abstellen, aber versucht es auf jeden Fall zu ändern. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem eigentlichen Thema des Videos, Leute, und zwar das neue GTA Online Geld Event ist auf jeden Fall seit 20 Stunden auf die Rockstar News Feed gepostet worden und deswegen wollte ich das heute eigentlich, oder gestern beziehungsweise gestern Abend eigentlich für euch hochladen, aber da hat sie einfach keine Zeit mehr, Leute, und das tut mir auf jeden Fall leid, deswegen kommt dieses Video einfach mal ein bisschen früher. Ich nehme das Ganze so gegen 12 Uhr auf und das sollte so gegen 14 Uhr online kommen, weil wie gesagt, ich muss ja auch noch ein bisschen schneiden, aber passt auf jeden Fall, ich werde so früh wie möglich hochladen. Aber Leute, das Ganze heißt auf jeden Fall GTA Online Steuerrückzahlungen und Rückvergütung 2018 in San Andreas, und das heißt, Leute, ihr könnt euch auf jeden Fall für einen Geldbonus qualifizieren und ihr kriegt auf jeden Fall, ich werde es euch auf jeden Fall gleich alles erklären, Leute, ihr kriegt auch ein bisschen Rabatt und alles. Aber ich werde auf jeden Fall noch den kleinen Text hier vorlesen, der da steht. Und zwar steht da: Langsam werden die Steuererklärungen fällig und angesichts der Bevölkerungswachstums im Jahr 2017 freut das Finanzministerium von San Andreas allen Bürgern, Gaunern, Gangstern, Mackern und Bossen gleichermaßen einen neuen Anreiz bieten zu können und nutzt das staatliche Rückvergütungsprogramm für sinnvolle Investitionen von Executive-Büros bis zu U-Boot, Sportwagen, Hybriden wie den Stromberg. Und dann, Leute, werdet ihr euch jetzt eigentlich fragen, wann ist das Ganze, was müssen wir machen und wie lange geht das? Und Leute, ihr müsst euch jetzt einfach zwischen einem beliebigen Zeitpunkt, also zwischen den 16. und 26. Februar, einfach mal in GTA Online einloggen. Das heißt, es ist komplett egal, einfach zwischen dem 16. und dem 26. Februar einfach mal in GTA Online einloggen. Das sind auf jeden Fall ganze 10 Tage, Leute. Und das ist auf jeden Fall richtig nice. Und dann, Leute, könnt ihr euch auf jeden Fall qualifizieren für einen Bonus von 250.000 GTA-Dollar, Leute. Und dann, Leute, kriegt ihr noch für jeden GTA-Dollar, den ihr zwischen dem 16. und 26. Februar ausgibt, eine Rückvergütung in Höhe von 10% bis zu einer Gesamtsumme von 1 Million GTA-Dollar. Loggt euch dann ab den 27. Dezember wieder ein, um euren Bonus und eure Rückvergütung zu bekommen. Das heißt, Leute, zwischen dem 27. Februar und dem 6. März wird das Ganze dann auf eurem Konto auf der Maisbank überwiesen und da habt ihr auf jeden Fall den Bonus bekommen. Und Leute, ihr müsst eigentlich gar nichts machen, ihr müsst euch einfach nur einloggen, und wenn ihr halt was kauft, dann könnt ihr euch auf jeden Fall über eine Rückvergütung von 10% freuen, Leute, bis zu einer Gesamtsumme von 1 Million GTA-Dollar. Und ich finde, dafür, dass die Preise jetzt immer gestiegen sind, ist es auf jeden Fall mal wieder ein nettes Zeichen von Rockstar Games, und da kann man auch einfach mal einen Daumen hoch gehen, Leute. Und das war es eigentlich schon von diesem Video, Leute. Ich wollte es auf jeden Fall noch mal ganz kurz gesagt haben, dass wir zurzeit ein neues GTA Online Geld Event haben, und auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, teilt diesen Kanal auf jeden Fall an eure Freunde, weil ich gebe mir, wie gesagt, jeden Tag einfach mal Mühe, und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir demnächst einfach mal die 8000 Abonnenten schaffen würden. Aber Leute, ich bin jetzt erstmal raus und sage haut rein und ciao.